Na, wenn man jetzt schon dieses Tor macht in diesem Spiel, dann müssen wir dich auch abfangen. Aber so richtig habe ich es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, die Murmel ist drin. Wie ist das Tor gefallen, Hobby? Ja, Wanne, seitlicher Freistoß. Wanne bringt den extrem scharf auf den zweiten Pfosten. Immer schwer zu verteidigen. Und ja, dadurch, dass er so scharf war, musste ich mich bloß noch irgendwie konzentrieren, dass ich den Ball berühre, ordentlich einen Nacken festmache und dann Gott sei Dank gestern im Training halt noch ein paar rübergeknallt und daneben. Das war nicht so ein gutes Gefühl, aber heute im Spiel hatte ich immer das Gefühl, dass bei unseren Standards ein bisschen was geht, weil die heute eigentlich alle recht gut geschlagen waren. Waren selten, dass der mal im ersten runterkam oder mal abgefangen wurde. War immer irgendwie brenzlig. Bei Halle natürlich auch, die sind auch Standards sehr gut und solange das immer spitz auf Knopf ist, ist das immer ein probates Mittel. Ne? Aber wir haben ja eigentlich schon vorher gesagt, wenn du mal ein Tor schießt oder köpft, dann gegen Halle. Scheint so ein Lieblingsgegner von dir zu sein, weil beim 3:1 letzte Saison war auch der Hoffi da, ne? Das stimmt, das habe ich natürlich heute vor dem Spiel auch gedacht. Also ja, manchmal ist es so, ne? Letzte Woche haben wir total unglücklich aus einer Folge von einem Standard, wo wir ungeordnet stehen, nochmal so unnötig ein Tor bekommen, wo wir 2 Punkte liegen lassen. Wo wir uns alle richtig in den Arsch gebissen haben, die halbe Woche. Und dann haben wir uns aber vorgenommen, dass wir heute möglichst nicht liegen lassen. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Sind gut aus den Startlöchern gekommen. Die Fans waren direkt da. Da hat man gemerkt, dass die heute, glaube ich, auch gemerkt haben, dass wir eine gute Körpersprache hatten. Ja, und dann kann immer alles passieren. Also Halle hat ja auch seine Möglichkeiten, so ein paar späte Bälle nach irgendwelchen Schüssen, die abgefälscht wurden, mit dem mal liegt die Pille vor dem, der schießt den Gott sei Dank rüber, da kann das auch mal einzeln für die stehen und dann wird es auch eklig. Also ja, solange das alles möglich ist und der noch nie abgepfiffen hat, kann man immer ein Tor machen. Und heute ist uns das Gott sei Dank gelungen und war Gott sei Dank nicht mehr allzu lange zu spielen. Und noch einige haben gesagt, das Tor ist ein bisschen früh gefallen. So 93. hätte es auch sein können, Hobby. Ja, nee, ist mir scheißegal. Solange wir Kimme fressen, ist das alt. Gut, 1-0, 3 Punkte heute, ein bisschen feiern. Und das nächste Spiel geht wieder bei 0 los. Kurze Woche, wir haben nur eine kurze Woche, haben eine lange Fahrt. Deswegen feiern, klar, gute Gefühle genießen. Weil vor allem jetzt auch mit dem Hintergrund, dass wir letzte Woche uns richtig in den Arsch gebissen haben. Das muss man einfach so sagen. Also das hat echt ein paar Tage gewurmt, weil das so nötig war. Und deswegen ja, kann man ja heute auch mal in 2 Tage sich die Beine nach oben legen, ein bisschen ausruhen und dann geht es wieder weiter. Dann müssen wir nach Frankfurt und die Liga ist verrückt, da ist alles möglich und wir müssen zusehen, dass wir unsere Punkte sammeln. Ach Mensch, Max, endlich mal wieder Grund zum Jubeln hier und durchaus auch zu Recht zum Jubeln, weil war ein gutes Spiel und zum Ende, wir würden sagen, verdient gewonnen, oder? Ja, es tut richtig gut. Diese ganze Heimserie-Geschichte und so, das hat schon gut genervt die letzten Wochen. Und wir haben die 3 Punkte jetzt einfach gebraucht im neuen Jahr. Und jetzt haben wir 31 und ja, es fühlt sich erstmal richtig gut an. Hätten, glaube ich, 2-3 Tore mehr machen können. Halle hatte auch 2-3, muss man zugeben. Ich glaube, wir hatten aber die Hochkarätigen. Und deswegen geht das durchaus in Ordnung. Ja, wollen wir jetzt nicht durchdrehen. 2-3-0 wäre schön gewesen, aber ein 1-0 nehmen wir auch sehr gerne mit. Nun hat man ja mit Halle eigentlich erwartet, das ist ein richtiges Spitzenteam hier. Die wollten ja sich heute auf dem Aufstiegsplatz schießen. Hat so ein Gegner dann mal gebraucht, damit wir auch zeigen können, was wir drauf haben? Oh, das weiß ich gar nicht. Wir kennen die dritte Liga ja alle. An einem guten Tag ist, glaube ich, auch kein großer Unterschied zwischen Platz 12, 13 und Platz 4 zu sehen. Und wir haben heute einfach gut gespielt und dann wird es für jeden schwer. Es ist einfach so. Gut, dann spielen wir ab jetzt immer so und dann wird es für die anderen auch schwer. Und wir nehmen dann noch ein paar 1-0-Siege mit, ja? Sehr gerne. Danke. Christian, der Rückrundenknoten ist geplatzt, der Heimspielknoten ist geplatzt, was auch immer ist geplatzt. Wie viele Steine sind dir vom Herzen gefallen, dass wir das Ding hier, die 3 Punkte nach Hause geholt haben, beziehungsweise zu Hause behalten haben? Also Steine sind gar nicht so viel geflogen oder gepurzelt. Ich freue mich einfach sehr für das Team, weil sie hat den Sieg unbedingt gewollt, sehr, sehr viel investiert und ist dafür auch belohnt worden. Nun kam mit Halle ja nur keine Mannschaft, die mal ebenso im Vorbeigehen geputzt wird, sondern schon eine Spitzenmannschaft der dritten Liga. Trotzdem hatte man von Beginn an das Gefühl, die Jungs gehen hier mit Brust raus, die gehen selbstbewusst zur Sache, dass man immer das Gefühl hatte, heute geht was. Ja, das war auch so beabsichtigt. Wir haben das auch in der Trainingswoche natürlich thematisiert, dass das entscheidend ist, dass wir aktiv sind, dass wir das Spiel gestalten wollen, dass wir nicht warten, sondern dass wir wirklich alles raushauen, auch läuferisch, kämpferisch und dazu noch gut Fußball spielen, weil nur Rennen und Kämpfen bringt wahrscheinlich am Ende auch keine Punkte. Aber es war bestimmt auch gesagt, die Riesen, die wir dann haben, die Sofian Benjamina, die Stefan Andres, die bitte machen. Ja klar, also wir hätten natürlich auch höher gewinnen können, aber das ist ja nun mal so im Fußball, dass man nicht jede Torchance verwertet. Und da brauchst du dann eben mal einen Hoffi, der scheinbar nur immer gegen Halle trifft. Nö, gegen Zwickau auch. Ja. Aber gegen Halle beim 3-1 hat er ja auch so ein Kopfballtor gemacht zum Ende der vergangenen Saison. Aber er hat vorher gesagt, ja wusste er, deswegen wollte er heute auch noch einen einnicken. Ja, so ist der Hoffi, ne? Das ist ein Spaßvogel.
Nochmal zum Rasen, wir hatten es letztes Mal schon gesagt, der sieht immer noch gut aus, der lässt sich gut drauf Fußball spielen, oder? Ja, also Kompliment auch nochmal an die Mitarbeiter vom Platz, vom Rasen. Ich weiß gar nicht, wie man die in Wirklichkeit nennt. Also die Mitarbeiter von Hansa Rostock wahrscheinlich, oder? Sind ja bei Hansa angestellt. Die machen einen super Job schon, die ganze Vorbereitung auch. Also unser Trainingsplatz ist super und der Rasen jetzt hier im Stadion wird auch immer besser. Kleines Extralob, habe ich so das Gefühl gehabt, gab es von den Zuschauern zum Schluss immer Schuh, Schuh, Schuh. Hat er sich über die Zeit dann auch über die gesamte Saison auch so ein bisschen verdient, weil er mit großem Einsatz, wie er zum Schluss auch noch den Eckball gerade so verhindert, das hat er sich verdient, oder? Ja, Marcel lebt das natürlich. Also man ist auch so ein bisschen so das Pendel innerhalb der Mannschaft mit dem einen oder anderen Spieler noch, wo man genau merkt, okay, in was für einer Verfassung ist das ganze Team. Und wenn Schuh Spannung hat, wenn er wach ist, dann gibt er auch ein Zeichen an das Team, ein positives Zeichen an das Team. Und das ist sehr, sehr wichtig. 31 Punkte haben wir jetzt, Platz 12. 14 fehlen uns noch bis zum ersten Etappenziel, so würde ich es mal umschreiben. Und damit diesen kleinen Berg von 14 Punkten abzuarbeiten, können wir jetzt ja in Frankfurt noch gleich weitermachen. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Gut. Dafür viel Erfolg, danke. Danke.